Wenn man an so einem Produkt wie einem Auto gestalten darf, dann geht man eine sehr tiefe emotionale Bindung zu einem Objekt ein. Der entscheidende Punkt ist, dass man sehr, sehr intensiv daran arbeitet, den Autos eine Seele zu geben. Wenn Sie den Golf anschauen, hat dieses Fahrzeug einen Charakter. Ich habe ein ganz tolles Team, das an diesen Fahrzeugprojekten arbeiten darf und immer wieder versucht, Persönlichkeiten in diese Produkte hineinzuentwickeln. Und ich glaube, dass die Menschen das auch spüren. Giorgetto Giugiaro hat mit dem ersten Golf eine sehr, sehr einfache Physiognomie erschaffen. Ein Volltreffer sozusagen, ganz einfach beschriebenes Gesicht, ein Balken mit zwei Scheinwerfern, die am unteren Rand leicht angeschnitten sind, mittig zentriert das Volkswagen-Logo. Man hat erkannt, was für eine Qualität diese Identität hat und hat die über 4 Jahrzehnte ausentwickelt, ausevolutioniert. Technisch hat das natürlich unglaubliche Schritte durchlebt. Aber wenn man den ersten Golf anguckt und den 7., erkennt man sofort die formale Verwandtschaft. Die ikonische Grundgrafik ist im Prinzip geblieben. Es geht aber eben auch um den Ausdruck von Dynamik, dass das Fahrzeug schon im Stand so aussieht, als wäre es für die Bewegung gestaltet. Allein an der Stellung der A-Säule, ja, dass wie die Windschutzscheibe quasi auf dem Fahrzeugkörper steht, kann man diese Dynamisierung der Form sehr schön in Gradzahlen abmessen. Ja. Also von stehend beim Golf 1 zum Golf 4 schon eher liegend und beim Golf 7 extrem schnittig und schnell, kann man erkennen, dass Automobildesign noch erhebliche Stufen durchlaufen hat. Das Heck des Golfs hat ebenfalls hohe ikonische Qualität. Den Grundstein schon in der ersten Generation gelegt in Richtung Breitenbetonung. Man kann dann erkennen über die Jahre, wie die Stellung der C-Säule in der Seitenwandgestaltung sich ebenfalls dynamisiert hat. Dann gab es mal eine Zeit, da war Raum ganz wichtig, dann ist das mal wieder ein bisschen aufrechter geworden. In der neuesten Generation sehr dynamisch, sehr schnell, sehr flächenbündig, glatt. Ganz besonders bemerkenswert an dem neuen Golf ist, wie flach die Kotflügel vorne auslaufen, wie tief das Gesicht sitzt. Dort erlangt der neue Golf eine Dynamik, die ihm so noch nicht innegewohnt hat. Wir führen das Auto auch damit dichter an eine Formsprache, die eine emotionale Qualität hat. Allzu viel kann ich natürlich über die Zukunft des Golfs nicht verraten. Der Golf wird, vermute ich, in der nächsten Generation noch mal mehr Dynamik entwickeln, noch sportiver auf den Rädern stehen. Wenn ich das Versprechen auf Qualität in Blech gieße, dann muss sie auch da sein. Aber dafür sind wir ja VW.